Fanlager 7400 SGV wurde speziell für die chemische und pharmazeutische Industrie entwickelt. Es wird mit dieser Anlage die Dichtigkeit von weichen Beuteln aus Aluminium, PVC, PP oder P ermittelt. Das heißt, es wird nicht nur getestet, sondern ein realer Wert gemessen. Im Anschluss wird ein Differenzdruck errechnet und auf dem Touchscreen-Display angezeigt. Arbeitsweise: Nach Einschalten der Anlage wird dieser mit einem zertifizierten Testbeutel, einem sogenannten Master, kalibriert. Dieser Prozess läuft automatisch ab und wird im Anschluss im Speicher der PLC-Steuerung hinterlegt. Danach wird der Testbeutel, also der Master, entnommen. Nun wird ein weiterer zukünftiger Beutel in die Anlage gelegt und die Anlage verschlossen. Der Prüfzyklus startet und wird durch eine orange Lampe angezeigt. Bei dem eigentlichen Vorgang liegt die Membrane, die im Deckel der Anlage platziert ist, auf dem zu testenden Beutel. Der interne Druck im Beutel wird ohne direkten Kontakt mit dem Inhalt ermittelt und mit dem Unterdruck im Verfahrensraum verglichen. Der Wert des Differenzdrucks ist also das entscheidende Kriterium, ob dieser Beutel dicht oder undicht ist. Die Zykluszeit ist vom Produkt abhängig und kann entsprechend angepasst werden. Ein negatives Ergebnis der Messung, das heißt der Beutel ist undicht, wird durch eine rote Warnlampe angezeigt. Dabei bleibt der Deckel verriegelt und lässt sich somit nicht sofort öffnen. Erst durch eine zusätzliche mechanische Entriegelung durch Tastendruck ist es möglich. Bei einem positiven Messergebnis, das heißt der Beutel ist dicht, leuchtet eine grüne Lampe auf und der Deckel kann geöffnet werden. Dieses zerstörungsfreie Messverfahren ist somit sicher und durch die Speicherung der Ergebnisse und Protokollierung, welche zusätzlich ausgedruckt werden können, für die chemische und pharmazeutische Industrie besonders gut geeignet. Eine Rückverfolgung ist somit jederzeit möglich. Resultat: Die Prüfanlage vom Typ ISC 7400 SGV kann zerstörungsfrei Beutel prüfen und ersetzt somit alle bisher bekannten Prüfverfahren, die da sind. Wassertest, Nadeltest, Prüfgastest, Blaumethylentest. Die Anlage zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus, da die Prozesszeiten sehr kurz sind. Diese Prüfanlage ist bei ISC erhältlich und wird über Sigmann-Vertretungen in Deutschland vertreten.